Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Produktvideo rund um die E-Scooter und E-Mobilität. Ich bin Robert Schumann von Samedo.de. Und ich bin Reha Fachberater von der Firma Medizintechnik und Sanitätshaus Harald Kröger GmbH in Massen. Mein Name ist André Wagner. Genau, und wir möchten Ihnen heute zeigen, warum E-Scooter für Sie eine sinnvolle Unterstützung in der persönlichen Mobilität sein können. Sie werden jetzt die beiden Modellvarianten, einmal die 6 km/h-Variante, wo ich mit unterwegs sein werde, und als zweites der Robert mit der 15 km/h-Variante einfach mal in Bewegung sehen. So, ich denke mal, wir sind bereit für die technischen Details dieses Elektromobils. Wir haben uns mal diese 15 km/h-Variante ausgesucht, die ein bisschen verfeinert ist und weil sie auch im Straßenverkehr zugelassen ist. Und als erstes dieses Einschalten, ganz einfach. Wir haben hier einen Zündschlüssel, so einen kleinen, den steckt man hier an der Seite rein und schaltet es an und schon ist es betriebsbereit und auch fahrbereit. Dann sehen wir hier, wir haben einen Korb, der inklusive mit dran ist. Wir haben 2 Spiegel für die Sicherheit, unbedingt notwendig. Wir haben einen Stockhalter, wenn jemand mit Unterarmstützen unterwegs ist, mit dran. Wir haben hier Luftbereifung, auch wichtig. Das ist wie beim Auto, das kann man ganz normal an der Tankstelle auch wieder mit aufpumpen. Und ja, man hat natürlich auch Licht für die dunklere Jahreszeit und man hat natürlich auch die Blinklichter, was auch Voraussetzung ist für den Straßenverkehr. Dann haben wir hier die Armlehnen für den Sitz. Wir haben diesen schwenkbaren Sitz, damit man den auch nach außen drehen kann, um sich dann hochzusetzen und wieder rein. So, wir haben jetzt den hinteren Bereich des Elektromobils. Ganz auffällig ist natürlich dieses Warndreieck, aber immer ganz wichtig, wenn man auf der Straße unterwegs ist, dass es ab den 6 km/h-Modellen auch Pflicht und Voraussetzung, dass diese mit dran sind. Dann haben wir hier diesen Stockhalter, der mit dran ist, wo man 2 Unterarmstützen mit reinstellen könnte. Dann werde ich euch nochmal zeigen, auch diese Lichtversion, dass man das Licht hat für die dunkle Jahreszeit. Man hat die Warnblinkanlage, das natürlich auch Blinker ist. Und man hat zusätzlich auch noch ein Bremslicht, dass man nur drauf ist. Ich würde euch jetzt noch dieses einfache Ein- und Aussteigen an dem Elektromobil demonstrieren. Man hat ja diese Armlehne, kann man oben runterklappen. Dann hat man hier vorne diesen kleinen Hebel, da betätigt man die Gasdruckfeder für die Lenksäule. Drückt man nach oben, hat hier unten noch einen Hebel, kann man den Sitz rausdrehen. Kann man sich also ganz bequem hier aufsetzen, Armlehne wieder runter, reingedreht, die Lenksäule wieder positionieren, bequem hinsetzen und dann kann es losgehen. So, wir gehen einfach mal die relativ einfachen Bedienungen so eines Elektromobils durch. Sie sehen hier dieses Display, wovor alles gesteuert wird. Wir fangen einfach mal an. Hier oben hat man dieses Potentiometer, das ist dieser kleine Drehregler, wo man schnell und langsam dann fahren kann. Also das kann man auch während der Fahrt machen, da muss man nicht extra anhalten. Einfach ein bisschen nach rechts drehen, fährt man schneller, nach links ist es wieder langsamer. Und wenn wir daneben haben, haben wir gleich rechts den Blinker und auf der anderen Seite daneben haben wir links den Blinker. Dann haben wir hier die Beleuchtung, ist auch ein kleines Symbol mit dran für die Lampe, für die dunkle Jahreszeit. Einfach kurz draufdrücken, wieder raufdrücken, geht's aus. Dann hat man hier die Schildkröte und wenn ich hier drauf drücke, zeigt das hier im Display auch ein L an, ein L für langsam. Und wenn ich, dann ist es runtergeregelt auf 6 km/h. Wenn ich nochmal drauf drücke, ist es wieder die normale Geschwindigkeit bis 15 km/h. Denn hier oben diese 2 Rädchen, die mit dran sind, hier hat man bei diesem tollen Display mit dran, hier hat man eine Temperaturanzeige, hier hat man einen Trip, wenn ich nochmal drauf drücke, wie weit bin ich gefahren. Dann hat man eine Uhrzeit und man hat eine Gesamtkilometerlaufleistung. In der Mitte eine große Zahl zeigt Ihnen an, wie schnell Sie gefahren sind und rechts daneben sieht man dann noch, wie viel Akkukapazität habe ich denn noch. Und ganz wichtig, diese Einhandfahrbedienung. Ich ziehe einfach an diesen Hebel und schon fährt er nach vorn. Man muss den festhalten und immer wenn ich loslasse, bremst dieser Scooter an. Man hat zwar eine Zusatzbremse dran, ist aber eigentlich nur notwendig, wenn man jetzt im bergigen Gelände unterwegs ist.
Und André, wie weit komme ich eigentlich mit einer Akkuladung? Sehr gute Frage, Robert. Mit einer Akkuladung, laut Hersteller, kommt man um die 40 Kilometer, aber realistisch sind eigentlich 20 bis 25, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn man in unebenem Gelände unterwegs ist, verbraucht man natürlich mehr Strom und umso weniger Kilometer komme ich. Aber ich denke mal, mit 20, 25 Kilometer ist trotzdem noch eine gute Entfernung, wo man mobil sein kann. Nachdem André jetzt was zum Funktionalitäten des Scooters erzählt hat, möchte ich jetzt zum Thema Laden kommen. Ganz einfach, jedes Mobil wird mit einem passenden Ladegerät ausgeliefert. Die Ladegeräte sind auch einfach ohne An- und Ausknopf. Ich muss ganz einfach den passenden Anschluss für das Laden nehmen, finde die Buchse am Scooter, meist an der Lenksäule, stecke ich hier ganz einfach ein und suche mir für die Gegenseite einfach eine passende Lichtsteckdose, eine ganz normale Haussteckdose. Ich brauche keinen Kraftstrom, ich brauche keine besonderen Anschlüsse. Nehme ganz einfach diesen Stecker, verbinde es mit dem Stromnetz. Das Gerät schaltet sich automatisch an und nach ca. 6 Stunden habe ich meinen Scooter wieder vollgeladen. Wir haben jetzt hier die 15 km/h Variante und André, du hast erzählt, dass ich mit dieser Variante auch direkt auf der Straße fahren kann und am Straßenverkehr teilnehmen kann. Muss ich es dann auch extra versichern lassen? Muss ich es zulassen? Ja, zulassen muss man das. Sobald man im Straßenverkehr mit dran teilnimmt, sollte man zu seiner Versicherung gehen. Da bekommt man, das ist wie bei Moped, so ein kleines Schild, was hinten mit drankommt. Damit ist es versichert. Kostet so circa 50 bis 60 Euro vielleicht im Jahr, wenn man das versichert. Man benötigt keine Fahrerlaubnis. Man fährt aber dann am Straßenverkehr und deswegen muss es auch versichert sein. Okay. Und wie ist das für mich als Patient, wenn ich jetzt beispielsweise auf einen Scooter angewiesen bin? Kann ich mir den vom Arzt verschreiben lassen? Kann ich mir den verordnen lassen? Das kann man auf alle Fälle probieren. Also man geht zu seinem behandelnden Hausarzt, lässt sich ein Rezept ausstellen über ein Elektromobil oder Scooter. Dann das zuständige Sanitätshaus reicht das bei der Krankenkasse ein mit einem Kostenvoranschlag. Und dann stehen die Chancen eigentlich sehr gut, dass das die Krankenkasse übernimmt. Auch in voller Höhe übernimmt das die Krankenkasse. Und aber nur die 6 km/h-Modell. Also alles, was schneller ist, muss man dann doch privat finanzieren. Okay, danke. Damit Sie auch mal wissen, wie es unter der Haube aussieht, haben wir mal die Abdeckung abgenommen. Sie sehen hier die beiden Akkus. Das sind 50 Ampere Akkus. Die gibt es auch noch in 75 Ampere. Alles, was schneller ist, brauchen diese stärkeren. Das heißt nicht, dass er schneller fährt, sondern nur, dass die Akkus halt stärker sind für die größeren Modelle. Dann haben wir hier hinten dieses Steuergerät. Unten drunter der Antrieb, der beide Räder antreibt. Dann hat man an der Seite noch diese Federung mit drin. Alles recht übersichtlich. Hier ganz wichtig, dieser eine Hebel, der ist, wenn man den nach vorne drückt, kann man dieses Elektromobil per Hand schieben. Gerade wenn man irgendwo einparkt, in der Garage, im Carport, ist es besser, als wenn man das elektrisch macht. Wichtig ist, bevor man losfährt, einfach wieder den Hebel nach hinten und schon geht es nach vorne. Denn der Robert zeigt euch das nochmal, gibt es diese Haube, die ist durch Klettverbindung einfach nur raufgesetzt. Hier oben kommt noch der Sitz oben rauf und schon ist er wieder betriebsbereit. Ich hoffe, es hat Ihnen unser kleines Produktvideo gefallen und Sie wurden ein wenig informiert über die Welt des Elektromobils. Sollten Sie mehr Fragen haben, mehr erfahren wollen, schauen Sie einfach bei uns vorbei, kommen Sie ins Sanitätshaus, vereinbaren Sie einen individuellen Beratungstermin, gern mit einer Probefahrt, wo Sie ausführlich nochmal beraten werden. Sie können die verschiedenen Modelle nutzen, um einfach mal schauen, und ist das jetzt was für mich, kann ich unterwegs sein, kann ich wieder mobil sein. Und dafür sind wir gern für Sie da. Vielen herzlichen Dank und alles Gute.